Arme. In Freiburg hat Eva Schüle einen ehemaligen Klostergarten gepachtet. Einmal wöchentlich helfen ihr begeisterte Freiwillige aus der Stadt bei der Arbeit im Gemüseland. Felix Drahtschmidt ist Schreiner und Restaurator. Im Hochschwarzwald richtet er alte Bauern- und Landmöbel wieder her. Auf dem Höfenhof in Schiltach betreibt die Familie Schillinger Bio-, Forst- und Landwirtschaft. Ihre Lebensaufgabe? Selbstversorgung so weit wie möglich. Im Breisgau hat Hans-Jörg Haas einen romantischen Landgarten rund um ein historisches Mühlengebäude angelegt. Mit viel Gespür fürs Detail sorgt er für praktische und botanische Schätze. Der Schwarzwald. Deutschlands höchstes Mittelgebirge. Eine Region voller Traditionen und Atmosphäre. Die dichten Wälder lassen heute noch erahnen, wie undurchdringlich die Gegend bis weit ins Mittelalter hinein war. Nicht einmal die Römer hatten hier siedeln wollen. Heute ist der Schwarzwald ein beliebtes Ferienziel und steckt voller bekannter Wahrzeichen, weshalb viele Menschen die Region besuchen, wie zum Beispiel die Gegend rund um den Titisee. Als Tor zum Schwarzwald liegt im Westen die Stadt Freiburg. Das Dreisamtal an ihrem Rand ist perfekt für alle, die sich in der Natur erholen wollen. Nur einen Spaziergang von den Ufern der Dreisam entfernt liegt der Garten von Eva Schüle. Hey Mädels, die Stecke komme! Im Frühling stehen im Karthausgarten viele Arbeiten an, die Eva Schüle mit freiwilligen Helfern erledigen möchte. Warte, ich halte sie immer einen in so ein Loch reinstecken. Heute gilt es, Rankhilfen für Stangenbohnen zu errichten. Aber richtig. Also die Stecke so tief rein, wie es irgend geht. Bisschen festtrete. Also wichtigste ist, dass es hält natürlich. Rund 100 Bohnenpflänzchen sollen allein an diesem Gerüst emporranken. In kleinen Dimensionen denkt Eva Schüle nie. Wir haben ja auch viele Esser. Die sind sehr beliebt, die Stangenbohnen aller Art. Das brauchen wir. Könnte doppelt so viele pflanzen. Damit die Konstruktion hält, muss sie noch stabilisiert werden. Bei der Arbeit hilft allen die Vorfreude auf die erfrischende Bohnenernte im Sommer. Ja, prima. Innen ist es schön schattig und die ganze Hülse, diese Bohne, die hängen ja auch viele nach innen. Und dann ist es eine ganz angenehme Arbeit. Hier ist im Hochsommer unglaublich warm. Man sucht mal jeden Schatten, den man kriegen kann. Die Aussaat der Bohnen ist eine Sache von wenigen Minuten. Allerdings ist keine Verschnaufpause angesagt. 5 weitere Gestelle sind schon in Vorbereitung. Der Karthausgarten, den Eva Schüle gepachtet hat, ist ein ehemaliger Klostergarten. Rund 670 Jahre ist er alt. Hinter den Mauern stehen noch historische Gebäude, wie das alte Wasserwerk. Trotz vieler Bauerngartenblüten ist der Karthausgarten bis heute vor allem ein Nutzgarten. Obst, Gemüse und Kräuter wachsen in ausgeklügelter Mischkultur. Allein ist die Gartenarbeit auf 2000 Quadratmetern kaum zu schaffen. Aber Eva Schüle bekommt immer freitags Hilfe von Freiwilligen. Wer Lust hat zu gärtnern, kann mitmachen. Ganz ohne Zwang. Natürlich hat später jeder Anteil an der Ernte. Die meisten Helfer kommen aus Freiburg. Eva, wie weit soll ich denn die Kartoffeln auseinanderpflanzen? Oh ja, so ist super. So ungefähr 30 cm. Ja, hervorragend. Aber der da hinten, der ist der Abstand ein bisschen groß. Ja, so ist super. Genau. Das Gärtnern ist für Eva Schüle ein Kontrastprogramm. Beruflich arbeitet sie als landwirtschaftliche Familienberaterin. Ihren Karthausgarten kennt sie schon seit Kindertagen. Ein Ort voller Geschichte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal die Pächterin von diesem Garten hier sein werde. In meiner Kinderzeit waren hier noch Vinzentinerinnen, da gab es eine Gartenschwester. Das war alles ganz geheimnisvoll. Wir haben uns kaum hier reingetraut. Musste aber im Frühling immer Tomatensetzlinge hier einkaufen. Und es war so eine geheimnisvolle Welt. Vor 20 Jahren, als sie den Garten pachten konnte, wurde das Traumland ihrer Kindheit ihr eigenes Reich, in dem sie heute auf Vielfalt setzt. Möglichst unterschiedliche Gemüsearten und Sorten sollen hier wachsen und damit erhalten werden.
Es sind schon sehr viele alte Sorten verloren gegangen. Und mir ist eine hohe Biodiversität sehr wichtig. Also, dass es sehr, sehr vielfältig ist. Diese alte Sorte, diese da, die gab es zum Beispiel schon im Mittelalter oder so ein ähnlicher Typ, man weiß es nicht genau. Hirschzunge heißt es. Außerdem sind die sehr robust. Wir wirtschaften ja hier biologisch. Und ich kann mein eigenes Samen gewinnen. Und es ist auch am besten angepasst an die hiesigen Standortverhältnisse. Das Salatbeet ist rechtzeitig vor der Pause fertig geworden. Diese Unterbrechung wird von allen Helfern geschätzt. Bis die ersten Salatköpfe geerntet werden können, um auf dem Vespertisch zu landen, werden aber noch ein paar Wochen vergehen. Zum Bild des Schwarzwaldes gehören nicht nur sein höchster Gipfel, der Feldberg, oder Touristenattraktionen wie die alte Wassermühle im Hexenloch. Auch die mächtigen Höfe sind bis heute Teil der Schwarzwaldromantik. Im Südosten der Region, eine halbe Stunde von dieser Kapelle in St. Mergen entfernt, liegt der kleine Ort Lenzkirch-Kappel. Hier ist das Zuhause von Felix Drahtschmidt. Felix ist Schreiner und Restaurator. In seiner Werkstatt arbeitet er alte Möbel auf. Seine Frau Birgit unterstützt ihn dabei. Der kleine Schrank stammt aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Also das ist ein recht schlichtes, ländliches Möbel. Vielleicht in einem Schlafzimmer gestanden, mit einer Waschschüssel drauf. Und da waren die täglichen Utensilien, Wäsche und was man so gebraucht hat drin. Die alten Schubladenböden müssen neu verleimt werden. Das geht nur, indem Felix sie ganz auseinandernimmt. Zum Leimen benutzt er keinen modernen weißen Holzleim, sondern den eigenwillig duftenden Knochenleim. Knochenleim, den hat man also schon zu der Zeit verwendet, als das Möbel ursprünglich gebaut wurde. Und da diese Fugen ursprünglich mit Knochenleim waren, verwende ich ihn gern wieder. Ist ein bisschen aufwendiger zu verwenden, weil man immer erst warm machen muss. Aber man hat einfach wieder das originale Material. Gut. So kann das jetzt bleiben. Das Restaurieren von Möbeln ist Felix' Leidenschaft. Seit 17 Jahren ist er Schreiner. Auf die Wiederherstellung alter Möbel hat er sich spezialisiert. In seiner Werkstatt stehen viele Stücke, die er bereits bearbeitet hat. Bei der Restaurierung übernimmt Birgit verschiedene Arbeiten. Dazu gehört auch das Schleifen. Dabei muss sie darauf achten, dass feine Rundungen durch die Maschine und das Sandpapier nicht plötzlich eckig oder flach werden. Handwerklich Arbeiter finde ich eigentlich klasse. Macht mir eigentlich fast mehr Spaß wie der Beruf, den ich wirklich gelernt habe. Also, ich glaube, wenn ich noch mal eine Lehre machen müsste, würde ich irgendwas Handwerkliches machen. Birgit ist gelernte Einzelhandelskauffrau. Felix und sie haben auch an ihrem Hof schon einige Arbeiten gemeinsam gelöst. Manche Details, wie der alte Kachelofen, erinnern noch daran, wie das Leben früher hier war. Und wie dunkel. Felix ist in dem Haus aufgewachsen. Weil ihm klar war, dass es sich hier nur wohnen lässt, wenn man das Gebäude selbst instand halten kann, ist er Schreiner geworden. Heute ist eine Kleinigkeit dran. Die Fensterleibung. Achtung vor den früheren Handwerkern hat Felix allemal. Wir haben Nägel eigentlich nur Holznägel verwendet. Das heißt, die mussten von der Konstruktion ganz anders denken. Und es ist schon spannend, das dann wieder zu sehen, wie die dann mit ihren einfachen Mitteln eigentlich so große und beeindruckende Bauwerke erschaffen haben. Nachdem das Schränkchen fertig abgeschliffen wurde, streicht Felix es noch mit Leinöl, damit das Holz schön leuchtet und etwas unempfindlicher gegen Flecken wird. Auch die geleimten Schubladen sind fertig geworden. Mit seiner Arbeit ist Felix zufrieden. Also mir gefallen vor allen Dingen Möbel, die ländlich sind, die nicht übertrieben vornehm sind. Und ich mag es vor allen Dingen, alte Möbel zu richten, weil sie schon vielen Menschen Freude bereitet haben. Und weil sie auch noch vielen Menschen Freude bereiten werden. Und dazu beizutragen, ist eine sehr schöne Arbeit. Zurück in Freiburg im Dreisamtal
bereiten die Karthausgärtner vor den Gartenmauern ihre Verschnaufpause vor. Eva Schüle sorgt jede Woche dafür, denn Essen und Trinken gehören hier zu jedem gemeinsam verbrachten Gartentag dazu. Ganz in der Nähe kümmert sich der Mann von Eva Schüle, Wolfram Seitz-Schüle, um seine Schafe. Es sind Skudden, eine alte deutsche Schafrasse, die vom Aussterben bedroht ist. Mit seiner kleinen Zucht will Wolfram Seitz-Schüle dazu beitragen, die Rasse zu erhalten. Die Skudden sind besonders klein und robust. Den Tierarzt brauchen sie fast nie. Hufpflege ist dennoch nötig. Schließlich haben sie eine Aufgabe zu erfüllen. Die Tiere haben eine andere Besonderheit. Sie ernähren sich von Pflanzen, die würden andere Schafe nicht mal angucken. Und es macht sie zu optimalen Landschaftspflegern, obwohl sie so klein sind. Auch die Obstwiesen rund um den Garten halten die Skudden kurz. Selbst Nässe und Kälte machen ihnen wenig aus. Sie können immer draußen bleiben. Für engagierte Freizeitschäfer eine perfekte Mischung. Ich habe Landwirt gelernt und auch Landwirtschaft studiert und war auch längere Zeit in Neuseeland, wo wir mit Schafen einfach tagtäglich umgegangen sind. Und es ist jetzt eine wunderbare Ergänzung zu meinem Schreibtischjob. Landleben mitten in der Stadt, das ist Freiburg pur. Vor dem Endspurt bei der Gartenarbeit schöpfen die freiwilligen Helfer, die sich jeden Freitag im Garten von Eva Schüle einfinden, entspannt Kraft. Man weiß, die anderen sind ja auch da. Und wenn man mal nicht kann oder gar nicht anwesend ist, die anderen tun ja auch was. Und wenn man einen Garten für sich alleine hat, dann ist das immer das Problem. Ich habe selber nie einen eigenen Garten gehabt, aber meine Oma hatte einen großen, in dem ich auch als Kind öfter war. Und sie war sogar richtige Bäuerin gewesen. Aber innerhalb der Generation danach ist das vollkommen verloren gegangen in der Familie. Und jetzt finde ich das sehr schön, dass ich hier die Chance habe, wenigstens so ein bisschen dieses Gefühl wieder zu bekommen, auch wenn ich keinen eigenen Garten haben kann, momentan jedenfalls. Weil Christine viel Wissensdurst mitbringt, möchte Eva Schüle ihr am Ende des Tages noch beibringen, wie man Engelwurz verarbeitet. Die Pflanze hat man schon im Mittelalter im Karthausgarten kultiviert. Am wirkungsvollsten sind die unterirdischen Teile. Ein kleines Würzelchen, aber das wird reichen. Das wird knapp reichen. So. Die Engelwurz ist wegen ihrer Bitterstoffe hilfreich bei Magenproblemen. Außerdem ist sie gut gegen Erkältung. Sie stärkt die Abwehrkräfte. Die beiden Frauen wollen daher einen Balsam herstellen. 250 Gramm Engelwurz braucht man für das Rezept. Je kleiner die Wurzel zerteilt wird, umso besser können die Inhaltsstoffe wirken. Die Stückchen müssen in einem halben Liter Olivenöl 2 Stunden lang erwärmt werden. Aber auf nicht mehr als 70 Grad, sonst verliert die Wurzel ihre Heilkraft. Anschließend wird das Öl fein durchgesiebt und mit Bienenwachs vermischt. So, hier haben wir jetzt einen Erkältungsbalsam hergestellt. Will ich mal reingreifen, damit wird man sich dann Brust und Rücken und alles einreiben. Mhm. Wir haben damit aber auch einen Flügelpflegebalsam. Engelwurz, Flügel. Ah. Und wenn wir uns das hier einreiben und verspannte Schultermuskulatur, dann geht's uns nachher wieder richtig gut. Über die Heilkräfte der Engelwurz wussten auch schon die Karthäuser Bescheid. Mit Eva Schüle und ihren vielen Helfern lebt das alte Wissen fort. Der Schwarzwald geht im Westen in die oberrheinische Tiefebene über. Das Klima ist in der Vorbergzone des Breisgaus deutlich milder als in den Höhenlagen. Von den günstigen klimatischen Bedingungen profitiert auch der Garten von Hans-Jörg Haas in Bleichheim. In seinem grünen Reich sind die Frühlingsmonate immer arbeitsintensiv. Heute müssen Nachtkerzen aus dem Beet entfernt werden. Sie wuchern zu stark. Die Pflanzen dürfen nicht das optische Gleichgewicht des Beetes zerstören. Hans-Jörg Haas ist Perfektionist. Solange man irgendwelche Gedanken hat, Ideen und Visionen, hat man was zu tun. Und man ist nie auf dem Stand, wo man sagt, jetzt ist alles getan. Aber ich kenne keine Gärtnerin und keinen Gärtner, die das sagen würden. Die Nachtkerzen sind Pflanzen, die erst im Sommer blühen.
Jetzt im Mai kann man sie noch umsetzen oder in Töpfen weiter kultivieren. Hans-Jörg Haas hat immer wieder Besucher in seinem Garten, die ihm überzählige Pflanzen gern abnehmen. Naja, es sind ja teilweise auch Spezialitäten, die man sonst nicht so schnell in Gärtnereien findet. Und von daher ist das natürlich schon ja, schön, wenn man davon dann auch was abgeben kann. Der Garten von Hans-Jörg Haas, die Herrenmühle, ist ein Schmuckstück. Erst vor 4 Jahren ist er hierher umgezogen. Und zwar mit vielen seiner Pflanzen aus dem vorherigen Garten. Ein Grund dafür, dass es hier in so kurzer Zeit schon so eindrucksvoll blüht. Die Gestaltung hat der gelernte Gärtner und Gartenbauingenieur selbst übernommen. Heute hat er sich vorgenommen, seine umfangreiche Pflanzenkinderstube zu verschönern. Im Stil orientiert er sich dabei an seinen selbst gestalteten Kompostplätzen. Zum Einsatz kommen in beiden Fällen praktische U-Profileisen. Ich möchte meinen Kompost nicht verstecken. Er ist Teil des Gartens. Wenn diese Hölzer dann verrotten, dann kann ich sie durch neue ersetzen. Eine praktische Möglichkeit, Schnittgut sinnvoll zu entsorgen. Hans-Jörg Haas schafft für die niedrigen Kästen außerdem ein Sandbett. Bei den Kompostplätzen ist das natürlich nicht nötig. Aber hier sorgt der Sand dafür, dass die Töpfe besser stehen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Es sieht doch gut aus, oder? Also einwandfrei. Nur gut, dass alles fertig geworden ist. Denn schon bald will Hans-Jörg Haas seinen Garten für Besucher öffnen. Seit der Besiedlung des Schwarzwaldes im Mittelalter ist Holz ein wichtiger Bestandteil des Broterwerbs. Vor allem mächtige Tannen flößte man in gewaltigen Mengen den Rhein oder Neckar hinab. Holländertannen hießen sie, denn im 17. Jahrhundert lieferten die Bäume das Holz für die große Handelsflotte der Niederländer. Auch die Bewohner des historischen Höfenhofes in Schiltach hatten traditionell das Recht, Holz zu flößen. Hier, auf 560 Metern Höhe, leben Walburga und Karl-Heinz Schillinger. Seit 1990 betreiben sie ihre Ökolandwirtschaft. Ihr Ziel ist es, möglichst viel für den Eigenbedarf zu produzieren. Dazu gehört natürlich auch das Gemüse. Mit ihren Tomaten geht Walburga sorgsam um und pflanzt die selbstgezogenen Setzlinge möglichst tief. Je mehr sie Wurzeln ausbilden kann vom Stängel, und das tut sie auch, wenn ich sie tief setze, wird sie kräftiger und tut auch dementsprechend mehr Früchte tragen. Sie bleibt gesünder, weil sie robuster auch ist. Und deswegen sieht es jetzt ein bisschen mickrig aus, aber die wächst schon. Also das ist sowieso eine Sorte, wo eigentlich erst später richtig anfängt zu wachsen. Ins Pflanzloch gibt Walburga außerdem Brennnesseln und Hornspäne. Sobald die verrotten, entsteht Wärme und es werden Nährstoffe frei. Beste Voraussetzungen für die Tomaten. Walburga kultiviert so viele Gemüsearten in ihrem Garten, dass sie für ihre 2 bis 4 Esser nie etwas zukaufen muss. Auch im Winter nicht. Denn natürlich konserviert oder lagert sie ihre Ernte ein. Um Pflanzen und Boden gesund zu erhalten, baut sie das Gemüse jedes Jahr in einer anderen Reihe an. Ein Aufwand, der sich lohnt. Es ist ein schönes Gefühl, wenn du dann von diesem Gemüse auch ein Essen auf den Tisch bringst. Du kannst sagen, okay, die Kartoffeln, Eier, Gemüse, Obst, das habe ich alles selber gemacht. Und das ist toll. Etwas später am Abend kümmert sich Karl-Heinz Schillinger um seine Viehherde. Die Tiere stehen Anfang Mai zwar schon draußen, aber sie müssen auch trockenes Heu fressen, sonst rebelliert der Darm. Diese Rinder der Rasse Deutsche Angus sind besonders sanft. Die Herde ist mehr Steckenpferd als Einkommensquelle. Die Kühe dürfen ihre Kälber noch selbst mit Milch versorgen. So eine Herde führt man 365 Tage im Jahr. Man hängt an seine Tiere und man ist froh, wenn sie gesund sind. Und es ist auch irgendwie eine Bestätigung von der Arbeit, auch wenn man es in Mark und Pfennig nicht ausrechnen kann. Es gehört einfach zu und es ist auch ein gewisser
bäuerlicher Stolz, den man hat. Noch. Zur gleichen Zeit versorgt Walburga ihre Laufenten. Die Enten sind meine Gardehelfer. Und ich habe 8 Gardehelfer. Und das ist ganz wichtig, weil ich fresse mir die Schnecke. Und sonst hätte ich wahrscheinlich ein Problem bei dem warmen Winter. Und so ist es perfekt. Am Abend müssen die Tiere vor dem Fuchs in Sicherheit gebracht werden. Walburgas letzte Aufgabe, bevor ihre kurze Nacht beginnt. Am nächsten Morgen gegen 7 sind Walburga und Karl-Heinz Schillinger schon mehr als 2 Stunden auf den Beinen. Immer montags werden im Holzbackofen Sauerteigbrote gebacken. Bis zu 60 Stück. Wenn ein Leib fertig ist, gebacken ist, dreht man um, klopft. Er klingt ganz hell. Wenn er nicht durch ist, wirkt er wie Gummi. Er ist ganz weich wie ein Lumber. Mit den Broten decken die Schillingers ihren eigenen Bedarf. Außerdem verkaufen sie auch eine Anzahl Laibe. Das Backen hat auf den Schwarzwaldhöfen Tradition. Hast früher große Familie gehabt, Kinder, Knechte, Mägde, wie auch immer. Und da hat man sehr viel gebraucht. Und da hat man so alle 14 Tage mal gebacken. Und hat das Brot dann im Keller auf solche große Brothänge aufgehängt, draufgelegt. Das hat dann nach 14 Tagen nicht mehr so ganz toll geschmeckt, aber das hat man halt gemacht, weil es gab keine Truhe. Das Einfrieren ist heute natürlich kein Problem mehr. Bevor die Laibe zum Verkauf gefahren werden, müssen sie auskühlen. Zeit für ein zweites Frühstück, zumindest für Walburga. Karl-Heinz will schon kurz darauf mit Sohn Andreas einen Baum fällen. Die Holzwirtschaft ist die wichtigste Einnahmequelle der Familie. So, Andreas. Die haben mir das vorgestellt, die weiß dann da. Siehst du, die andere verdeckt dort. Die Tanne, die sich die beiden ausgeguckt haben, ist rund 120 Jahre alt. Vielleicht dann nachbringen. Der Zeitpunkt für den Schnitt ist gut. Jetzt ist abnehmender Mond, also Leermond. Das ist ein gutes Zeichen zum Bauholz machen. Früher sind die ganzen Höfe gebaut worden. Nach Mondzeichen geschlagen und sie haben ja Jahrhunderte überdauert. Das ist das Holz. Andreas macht gerade eine Ausbildung zum Forstwirt. Beiden Männern ist maßvolle Waldwirtschaft wichtig. Gefällt werden nie ganze Areale, nur Einzelstämme. Das Entasten ist eine Sache von einer Viertelstunde. Zu erfahren, dass die eigene Waldarbeit unmittelbare Früchte trägt, macht auch Andreas Spaß. Es ist immer gut, wenn man was macht und man sieht, was man gemacht hat. Und wenn ich arbeite, dann habe ich ein bisschen Geld, habe Brennholz. Und wenn ich dann noch ein warmes Haus habe und warm duschen kann, das ist das Beste. Der lange Stamm der Tanne wird zu Bauholz, der Rest zu hauseigenem Brennholz. 50 Kubikmeter Holz müssen die Männer jährlich für ihr Zuhause bereithalten. Walburga erntet derweil die ersten Kräuter. Himbeerblätter, Gundermann, Zitronenmelisse. Die Blätter wird sie trocknen, um später im Jahr Tees und Kräutersalz daraus zu machen. Die Frage ist immer, wie mache ich das alles? Viele Arbeit, viel zu tun, das ganze Jahr wenig Urlaub. Nee, es ist keine Arbeit. Du machst es, weil du es gern machst. Weil du dieses Leben liebst. Du hast alles vor deiner Haustür. Für uns im Prinzip kann man sich nichts anderes vorstellen. In der Herrenmühle in Bleichheim hat Hans-Jörg Haas heute Gartenbesuch. Die Gäste lassen sich Tipps vom Fachmann geben. Vor allem Fragen zum Pflanzenschnitt sind sein Metier. Aber auch über die Wünsche seiner Iris weiß Hans-Jörg Haas Bescheid. Früher als alle nach, aber nur wenn sie an einem warmen Standort stehen. Kühle Standort funktioniert nicht. Und ich muss dann auch noch mal im Hochsommer etwas düngen, damit sie einfach noch mal etwas Kraft kriegen. Und sie brauchen dann derzeit auch Wasser. Die Gartengäste staunen. Auch über die dekorativen Gegenstände, die vom Flohmarkt oder aus Galerien stammen. Über die botanischen Schätze, die überall im Garten zu entdecken sind. Und darüber, wie pfiffig die Pflanztöpfe versteckt sind.
Mit neuen Anregungen gehen wohl alle nach Hause. Um den Besuchern ein perfektes Gartenreich bieten zu können, ist Hans-Jörg Haas am Abend schon wieder im Garten beschäftigt. Ein Beet muss gemulcht werden, für die Optik und gegen Unkräuter. Zu tun gibt es eben immer etwas. Der Garten bedeutet mir sehr viel. Es ist ein wunderschöner Ort. Es ist fast manchmal ein mystischer Ort. Und hier kann ich mich austoben, ausleben, verwirklichen. Das Ergebnis? Ein Garten wie aus dem Bilderbuch.